Josef, was machst du denn da? Schaffe. Verdienst ja deine Brötchen. Und die Frau steht noch. Und oder mit Ball? Ja? Was möchtest du? Hallo? Das hält nicht. Gummi ist beschädigt. Gummi ist beschädigt. Auf diese Scheiße. Josef, alles klar? Die Karibik. 30 Grad und Dauerregen. Übermorgen legen wir ab. Du weißt, dass das der Speedgeber ist hier, gell? Bitte? Bitte? Was hast du gesagt? Nichts abgesagt. Gut. Getränke machen wir bestimmt auch irgendwo unten so hin, ne? Genau. Gut. Wir unten wohin? Weil dann kann ich da das Kleinkram mit rein. Ganz genau. Das ist richtig. Boah, es ist heiß. Da schwitzt man sich ja tot. Ja, die Crew. Faulenz. Die schlafende Crew. Der unfähige Eigner. Jetzt kriegst du Pickel. Ja, das stimmt, ja. Der Joseph, unser Mechaniker. Mechanik. Hey, Joseph. Wir haben Schlaf hingenommen. Gar nichts los mit uns, du. Wenn du toll warst, und du bist da gut, ich bin da gut. No one.
Auto, oder was? Ja, Josef, das macht Spaß, hä? Meine Damen und Herren, Sie sehen das dritte Programm des karibischen Segelfernsehens, die Crew beim Abendessen. Ein wenig provisorisch, aber es geht. Die Gesichter noch etwas grün von der Kotzerei, aber die Stimmung ist gut. Der Smoothie, hinten links unter seiner Kapuze versteckt. Da gibt es nicht so viel zu sehen. So, nach einer heftigen Nacht sind wir nun in Grenada angekommen, wissen nicht so genau, was wir hier wollen und sollen und werden wahrscheinlich bald wieder ablegen. Hunger. Where is the coffee? Gleich. Ich mach noch einen Kaffee. Ich muss erstmal irgendwas. Hallo Mike! Reinkriegen in den Magen. Bald wieder! Was? Ich muss erstmal ganz schnell was essen und sterben. Ja, mach. Und dann mache ich Kaffee nach dem Essen. Ja. Oh, lacht mal schön! Wie ist es? Jetzt gleich in die Scheiße zu schwimmen. Nein, das ist sicher. Keine Ahnung, was wir gerade haben. Ja, und jetzt nach der Scheiße. Josef, sei mal Kavalier. Der Mai, das ist nicht rein für mich. Dein Schlappe ist kaputt, ich brauch neue Flitze. Oh. Thank you.
Good morning. Ah. How are you doing? I don't have to sit. So. So, was ist mit dem Kochlöffel? Nix ist mit dem Kochlöffel. Was ist mit dem Kochlöffel? Kurz und verschissen, wie ein Hühnerleib. Das Leben ist wie ein Kochlöffel. Ja, genau. Ja. Mit einem kurzen Stiel. Und hier ist scheiß Wetter für alle Zurückgebliebenen und wir wollen nicht segeln. Und das Schiff stinkt schon wieder nach Scheiße. Like yesterday. Tja, dass da so kein Riech-Dingsbums drin ist. Wenn ich eine Scheiße rummache, dann werde ich gefilmt, oder was? Mach mal andere Seite auf, sonst kommt immer mehr. Nee, schon jetzt mit Trinken schon leer gemacht. Ja? Wie machst du denn? Kaum Tropfen drin. Ja, es ist schon mit dem Schrubber gezogen. Ja. Aber also komm, nimm dir das. Weitere Tropfen. Können wir jetzt einfach mal. Die grauen Stimme an den Eiern. Oh Gott. Oh, Schlosse. Und wie klar ist oh. Es? Ja, gib mal extra. Jetzt warte mal, bis wir jetzt kommen. Kommst du? Das ist was ich habe. Ich muss nur überlegen, wo ich diese Zeitweise. So, nach langer Fahrt durch stürmige See sind wir endlich in. Wo sind wir? Keine Ahnung. In. Karibik. In Union Islands. Union Islands. Angekommen. Uns ganz nett hier. Wir haben gerade Pizza gegessen und gleich fahren wir zurück auf unser Boot. Und Jesse hat wie immer nicht aufgegessen. Wenn der Josef schon nicht aufgegessen hat, dann war ich schon wirklich viel. Genau. Ja, ich habe heute Mittag so ein Sandwich gegessen. Naja, auch nicht allein. Das ganze Boot. Das war Josefs so, Landung. So, noch nicht schon Skipper gelernt. Das ist wieder Josef. Josef der Große. So hat es der Skipper mir beigebracht. Wovon hast du denn einen Kopf? Hä? Was? Wovon hast du denn einen Kopf? Weiß ich nicht. Ah. Von was? Von Wein gestern. Billiger Fusel. Ganz genau. Und wovon hast du einen Kopf, Josef? Nein. Hast du keinen Kopf? Nein. Josef ist billigen Fusel gewohnt. Und Jessica schläft wie immer, auch ohne Fusel. Ich schläf, ich kann schlafen.
Morgen. Wir verlassen Martinique. Der ewig hungrige Josef. Kann ich mal schauen? Ja, genau. Hämopathische Tabletten. Jetzt muss ich erst mal in mich gehen und dran glauben. Genau.
Buschfilm oder was? Nein, das ist noch an die Farbe vom Fliegen, wo wir getankt haben. Ja. Ist die noch anders? Und es regnet mal wieder. Also ich muss ja nicht das coole Bild mit Google. Egal wo sie immer sind, links. Kommt in die Pfanne, ne?
danke dir, mein Meister. War am schnellsten. Seemann José. Das kennt ihr den Wasserflug.
Nase da weg. Jetzt müssen wir raus, die Pulle rein. Der letzte Abend in der Karibik. Morgen früh um 6 legen wir ab.
schwere genommen, weil die andere war ziemlich schlimm. Thank you.
Aurora. Ja, das ist vielleicht. Das ist da, wo der Riesenkant ist. Wo geht's jetzt hin? Nach Hause. Ich zieh nach Hause. Endlich. Wir sehen Josef bei der Zubereitung seines Babybreis. Hallo.